Schön, dass ihr reingeklickt habt. Unsere Mädchen Jette und Nele zeigen euch, wie wir unseren Frühstückshonig selber machen. Genau genommen ist es ein leckerer, ziemlich süßer Sirup. Sobald der erste Löwenzahn blüht, solltet ihr mit der Honigproduktion beginnen. Die ersten Blüten sind am intensivsten in der Farbe und im Geschmack. Schon beim Pflücken müsst ihr zwei Dinge beachten: den Ort, wo ihr pflückt, und die Tageszeit, wann ihr pflückt. Die Blüten am Straßenrand mit viel Autoverkehr oder wo viele Hunde spazieren geführt werden, lasst ihr stehen. Sammelt lieber auf einer grünen Wiese in der Natur oder bei euch im Garten. In der Mittagssonne ist die Löwenzahnblüte reich an Aromen und die machen den geschmacklichen Unterschied aus. Außerdem zieht sich die Blüte abends zusammen und ihr könnt sie schlechter verarbeiten. Von dem Löwenzahn benötigen wir nur die gelben Blüten. Die gelben Blätter zu zupfen ist müßig. Ihr benötigt mindestens 200 Gramm davon für einen Liter Flüssigkeit. Besser sind 250 Gramm. Damit die Flüssigkeit beim Kochen fester wird und geliert, gebt ihr eine geschnittene Bio-Zitrone dazu. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Zitrone ungespritzt ist, gebt ihr stattdessen den ausgepressten Saft dazu. Mit einem Liter Wasser wird das Ganze jetzt zum Kochen gebracht. Der Sud sollte etwa 5 Minuten kräftig kochen. Dann stellt ihr den Topf beiseite und seid für heute fertig. Mit einem Deckel verschlossen lasst ihr den Topfinhalt über Nacht durchziehen. Am nächsten Tag filtert ihr die klare Flüssigkeit mit einer Stoffwindel oder einem Küchentuch raus. Kräftig auswringen, damit möglichst viel Saft für den Honig weiterverarbeitet werden kann. Wie bei Marmelade auch, wird Zucker im Verhältnis 1:1 dazugegeben, das heißt 1 Kilo Zucker in den 1 Liter Saft schütten. Ist das gut? Riecht gut? Ja. Ah, das riecht gut, wenn ich loslasse. Wieder muss alles kräftig für 4 Minuten aufkochen und dann möglicherweise über Stunden langsam weiterköcheln. Bei uns hat es fast 2 Stunden gekocht, bis die Konsistenz leicht fließend war und die Farbe bernsteinähnlich leuchtete. Die Flüssigkeit wird heiß in saubere Gläser gefüllt, zugeschraubt und für 10 Minuten auf den Deckel gestellt. Weil die Gläser wirklich irre heiß werden, sollte euch hierbei ein Erwachsener helfen. Nun müsst ihr nur noch entscheiden, ob ihr den leckeren Honig selber essen möchtet oder an einen lieben Menschen verschenken wollt. Übrigens, ab Juni zieht sich der Löwenzahn mit seiner Blüte deutlich zurück. Bis dahin solltet ihr eure fertig produzierten Gläser im Regal stehen haben.